Die Anunnaki leben auf dem Planeten Nibiru, der unser System umkreist. Sie sind eine uralte Rasse extrem entwickelter und mächtiger Wesen und können in den Augen der Menschen als Götter angesehen werden. Doch selbst die großen Anunnaki litten unter den schrecklichen Umweltbedingungen auf ihrem Planeten. In der Ozonschicht von Nibiru hatte sich ein großer Riss gebildet. Dieser Riss vergrößerte sich mit jedem Jahrzehnt, verstärkte die globale Erwärmung und zerstörte Pflanzen und Tiere. Die Anunnaki entdeckten, dass das Einbringen von Goldstaubpartikeln in die Atmosphäre die Ausdehnung des Risses verlangsamte und ihn sogar leicht umkehrte. Doch Nibiru war ein mineralarmer Planet und Gold war äußerst knapp. Der Mangel an Nahrungsmitteln führte schnell zu einer Revolte in der Bevölkerung. Gruppen von Rebellen forderten die Zentralregierung von Nibiru heraus und eine chaotische Welle war im Begriff, über jede Stadt des Planeten hinwegzufegen. Die Rebellen wurden von Alalu angeführt, der zwar zum Adelsgeschlecht von Nibiru gehörte, aber kein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hatte. Bei dem Versuch, einen Staatsstreich durchzuführen, griff Alalu den König von Nibiru an, tötete ihn und forderte den Thron für sich selbst. Es gab jedoch einen rechtmäßigen Erben, Prinz Anu. Es wurde ein öffentliches Duell veranstaltet, um den neuen Herrscher von Nibiru zu bestimmen. Anu und Alalu kämpften unbewaffnet und nach einem erbitterten Kampf wurde Anu zum neuen König von Nibiru gewählt. Alalu wurde für seine Taten verurteilt. Doch bevor das Urteil verkündet wurde, gelang es ihm, ein Schiff zu stehlen und von Nibiru zu fliehen. König Anu beschloss, dass die Verbannung für Alalu Strafe genug war und beschloss, sich für die Rettung seines Planeten einzusetzen. Anu erkannte, dass die einzige brauchbare Lösung darin bestand, das wertvolle Gold auf anderen Himmelskörpern zu finden. Viele Weltraumexpeditionen wurden zu den Planeten unternommen, die Nibiru am nächsten lagen. Doch die Ergebnisse waren ernüchternd, da es kaum Goldadern gab. Als die Hoffnung fast gegen Null ging, gelang ein gewaltiger Durchbruch. Auf dem drittnächsten Planeten zur Sonne wurde ein wahres Paradies gefunden. Der größte Teil des Planeten war mit Wasser bedeckt und große Teile des Landes beherbergten eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Was für die Anunnaki noch wichtiger war, es gab viele Erze, die darauf warteten, ausgebeutet zu werden, darunter auch wertvolles Gold. Zum Erstaunen des gesamten Königshofs von Nibiru war der im Exil lebende Alalu für diese Entdeckung verantwortlich. Aufgrund seines entscheidenden Beitrages wurde er für sein Verbrechen begnadigt. Die Anunnaki nannten den Planeten Ki, aber er wurde später als Planet Erde bekannt. Die Anunnaki wählten eine Region, die heute als Mesopotamien bekannt ist, um eine wunderbare Stadt namens Eridu zu errichten. Der älteste Sohn von König Anu, genannt Enki, war für die Metropole verantwortlich, während sein Vater weiterhin den Planeten Nibiru regierte. Nach 7 Tagen harter Arbeit schlossen die Anunnaki den Bau von Eridu ab. Sie begannen mit der Gewinnung von Gold, das sie in beträchtlichen Mengen sammelten und nach Nibiru schickten. Die Gewinnung des Goldes war ein mühsamer und schmerzhafter Prozess. Daher beschlossen die Anunnaki, auf die Zwangsarbeit einer außerirdischen Rasse namens Igigi zurückzugreifen, die lange zuvor in einer Schlacht besiegt und von den Anunnaki beherrscht worden war. Nach Hunderten von Jahren war der Planet Nibiru aufgrund der riesigen Mengen an Gold, die auf der Erde abgebaut wurden, praktisch wiederhergestellt. Doch die Igigi konnten das Leid in den Goldminen nicht länger ertragen und organisierten einen großen Aufstand. Ein großer Krieg zwischen den Anunnaki und den Igigi war unvermeidlich. Die Stadt Eridu wurde schwer beschädigt und viele Goldminen stürzten ein. Trotz ihres Mutes und ihrer Entschlossenheit waren die Igigi den Anunnaki an Stärke und Technologie nicht gewachsen. Sie wurden schnell überwältigt. Doch die Anunnaki erkannten, dass die Igigi bereits viel für den Wiederaufbau von Nibiru getan hatten und dass es nur zu neuen Rebellionen führen würde, wenn man sie zur Arbeit zwingen würde. Es musste eine neue Lösung gefunden werden.
die Anunnaki beschlossen, eine neue Rasse von Lebewesen zu schaffen, die fähig waren zu arbeiten und zu lernen, aber den Igigi an Stärke und Größe unterlegen waren. Zu diesem Zweck benutzten die Anunnaki die Gebärmutter eines weiblichen Primaten, der die Wälder bewohnte, und befruchteten sie mit Hilfe fortschrittlicher Technologie mit der Essenz der Anunnaki. Doch das Ergebnis war grotesk. Es entstanden furchterregende Ungeheuer wie Zyklopen, Gorgonen und zweiköpfige Giganten. Die Methode der Zeugung war gescheitert. Die andere Alternative bestand darin, die Essenz eines männlichen Primaten zu verwenden und ihn nach Veränderung seiner DNA in die Gebärmutter einer Anunnaki-Frau zu befruchten. Nach einigen Monaten des Wartens wurde das erste Baby geboren, dem man den Namen Adamu gab. Seine Haut war gebräunt und hatte einen rötlichen Farbton. Obwohl er viel kleiner war als die Anunnaki-Babys, war Adamu genau wie seine Schöpfer. Es war die Geburt des ersten menschlichen Wesens. Die Anunnaki zeugten auch eine Frau namens Heva, um die Voraussetzungen für die menschliche Fortpflanzung zu schaffen. Jahrhunderte nach der Geburt von Adamu und Heva bildeten die Menschen eine ansehnliche Bevölkerung in der Stadt Eridu. Die Anunnaki waren mit der Entwicklung der Menschen zufrieden, die bald in der Lage waren, Gold abzubauen, Häuser zu bauen und sogar Getreide anzubauen und zu ernten. Als Belohnung für ihre Bemühungen durften die Menschen den Edin besuchen, einen von den Anunnaki angelegten heiligen Garten. Die Schönheit der menschlichen Frauen begann einige Anunnaki anzuziehen, aber die Beziehung zwischen den beiden Rassen war streng verboten. Doch Enki selbst, der König der Stadt Eridu, verliebte sich schließlich in eine Menschenfrau. Aus dieser Beziehung ging der junge Adapa hervor. Er wurde ein sehr begabter und weiser Mann, denn er war der direkte Sohn eines edlen Anunnaki. Adapa hatte auch ein längeres Leben als die meisten Menschen, aber er war nicht unsterblich. Adapa heiratete eine Frau namens Atiti und sie brachten eine neue Linie von Menschen zur Welt, die intelligenter waren als die vorherige Generation. Aber Adapas Kinder erbten auch die Goldgier und das Machtstreben der Anunnaki. Dies führte zu einem gewalttätigen Verhalten der Menschen. Adapas zwei älteste Söhne, die Kain und Abel hießen, waren die engsten Diener der Anunnaki und wetteiferten miteinander, wem ihre Herren am meisten gefallen konnten. Kain war es leid, hinter seinem Bruder Abel zu stehen und wartete, bis sie allein waren. Mit einer Holzkeule tötete er seinen Bruder. Nie zuvor hatte ein Mensch einen anderen getötet, was für die Anunnaki eine Überraschung war. Zur Strafe wurde Kain mit einem Symbol auf der Stirn gezeichnet, das ihn als Mörder auswies, und er wurde aus Eridu verbannt. Er war dazu verdammt, für immer in der Welt zu leben, ohne jemals Frieden für seine Seele zu finden. Später gab es weitere ähnliche Fälle. Entgegen den Anweisungen der Anunnaki begannen die Menschen, sich übermäßig zu vermehren. Eridu war bald nicht mehr in der Lage, so viele Menschen zu beherbergen, und die Nahrungsquellen in Edins Garten wurden knapp. Als der Planet Nibiru zurückgewonnen wurde, war der Abbau von Gold in großen Mengen nicht mehr notwendig. Die Anunnaki beschlossen, die Menschen aus ihrer heiligen Stadt und ihrem Garten zu vertreiben und sie dazu zu verdammen, in den Feldern und Wäldern zu leben. Nachdem die Menschen von den Anunnaki aus Eridu vertrieben worden waren, begannen sie ziellos durch die Welt zu wandern. Doch etwas Unerwartetes geschah. Einige Anunnaki und Igigi hatten heimlich Liebesbeziehungen zu Menschen. Die Kinder, die zwischen den Anunnaki und den Menschen gezeugt wurden, waren zu erstaunlichen Dingen fähig und wurden als Halbgötter angesehen, deren Namen in den Legenden verschiedener Völker verewigt wurden. Zu den berühmtesten gehörten Gilgamesch, Herkules, Perseus und Samson. Aber die Kinder der Igigi mit den Menschen waren bestialische und böse Riesen, die für immer als Nephilim bekannt wurden. Sie lebten gewöhnlich in Berghöhlen, griffen aber auch menschliche Behausungen an und bereiteten die Anunnaki viel Ärger. Auch ohne die Unterstützung der Anunnaki blühten die Menschen auf und bauten ihre eigenen Städte. Ohne die Anunnaki, die ihnen Regeln vorgaben, verfielen die Menschen der Dekadenz.
Diebstahl, Ausschweifung und Gewalt waren in den Städten an der Tagesordnung. Und es schien unmöglich, die menschliche Barbarei zu kontrollieren. Doch alles sollte sich ändern. Die Umlaufbahn des Planeten Nibiru näherte sich der Erde, ein Ereignis, das nur alle 3600 Jahre eintritt. Die Anunnaki wussten von der bevorstehenden Katastrophe, denn Nibiru würde die Magnetpole der Erde umkehren und Erdbeben, Vulkanausbrüche und Tsunamis verursachen. Die endgültige Entscheidung der Anunnaki bestand darin, die Menschen im Stich zu lassen, zu ihren Schiffen zurückzukehren und in den Weltraum zu fliehen, wo sie in der Umlaufbahn um die Erde bleiben würden, bis die Naturkatastrophen vorüber waren. Entgegen den Wünschen seiner Berater und Familienmitglieder entschied König Enki, dass die Menschheit eine Chance verdiene, sich vor der Katastrophe zu retten. Er beauftragte Utnapishtim, einen gutmütigen Mann, ein riesiges Schiff, den Lebenserhalter zu bauen, um sich für eine riesige Flut vorzubereiten, die das Leben auf der Erde auslöschen sollte. Selbst im Angesicht des Spottes der Menschen führte Utnapishtim pflichtbewusst Enkis Anweisung aus und baute das Schiff. Utnapishtim behütete und beschützte auch das Wesen aller Tiere auf der Erde. Enki ordnete an, dass die Technologie der Anunnaki genutzt werden sollte, um die DNS eines männlichen und eines weiblichen Tieres von jedem gefundenen Exemplar zu sammeln. Als das große Schiff endlich fertig war, waren die Zeichen des herannahenden Nibiru überall auf der Welt zu spüren. Diejenigen, die sich über Utnapishtim lustig gemacht hatten, fürchteten nun die Folgen seiner Arroganz. Wie vorhergesagt, wurde die Erde von einer noch nie dagewesenen Katastrophe heimgesucht. Erdbeben zerrissen die Erdoberfläche und schufen neue Kontinente. Vulkane spuckten Lava und glühenden Rauch und verbrannten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Schließlich hob ein sintflutartiger Regen den Pegel der Ozeane, der sogar die Gipfel einiger Berge bedeckte. Die prächtige Stadt Eridu und der Garten des Edin wurden ebenso zerstört wie die schrecklichen riesigen Nephilim. Doch trotz dieser Schrecken hielt Utnapishtims Schiff stand und schwamm, bis das Wasser wieder den normalen Pegelstand erreichte und eine wiedergeborene Welt enthüllte. Mit Hilfe der Technologie der Anunnaki konnte das Leben auf der Erde wiederhergestellt werden. Mächtige neue Städte wie Babylon, Hattusa und Knossos wurden nach und nach errichtet. Die Menschen verehrten die Anunnaki wieder, verehrten sie als Götter und bauten ihnen zu Ehren Tempel. Die Menschen besetzten die neuen Gebiete, die nach der Sintflut entstanden waren, und gründeten verschiedene Zivilisationen, die die Anunnaki je nach lokalem Glauben als Gottheiten repräsentierten. Doch der Friede war erneut bedroht, als Enkis jüngerer Bruder, Enlil genannt, der oberste Herrscher der Erde werden wollte. Die Anunnaki erlaubten den Menschen, ihre eigenen Könige in ihren Städten zu haben. Aber Enki war der Herrscher der Erde und trug den Titel König der Könige. Diese Position erregte Enlils Neid. Die Rivalität zwischen Enki und Enlil wurde immer größer, vor allem weil Enlil die Menschen nicht mochte und die Tatsache verachtete, dass sein Bruder ihm geholfen hatte, die Sintflut zu überleben. Enlil hielt die Menschen für einfache Arbeiter mit begrenzter Intelligenz. Er war nie mit der beschleunigten Entwicklung einverstanden, die die Menschen mit Hilfe der Anunnaki erreicht hatten. Um die Situation zu beschwichtigen, schlug Enki eine politische Heirat zwischen seinem Sohn Domusid und Inanna, Enlils Enkelin, vor. Doch Enkis ältester Sohn Maduk war mit dieser Idee nicht einverstanden, da er seinem Vater und Onkel absetzen und selbst den Titel des Königs der Könige erlangen wollte. Maduk schmiedete einen Plan, der den Unfalltod seines Bruders Domusid zur Folge hatte. Mit dem Ende der arrangierten Ehe verhärtete sich die Feindschaft zwischen Enki und Enlil. Maduk wurde für dieses Verbrechen bestraft und in eine einsame Wüste verbannt. Als er von den Streitigkeiten zwischen den auf der Erde lebenden Anunnaki erfuhr, beschloss König Anu von Nibiru zu intervenieren. Anu begnadigte Maduk, der aus der Verbannung entlassen wurde und unter den Anunnaki leben durfte. Anu beendete auch die Fehde zwischen Enki und Enlil. Er versprach den beiden Brüdern und anderen Anunnaki königlicher Abstammung jeweils ein Gebiet, über das sie auf der Erde herrschen sollten.
Enlil erhielt die Region Mesopotamien, Enki bekam Ägypten, Inanna bekam Persien und Ninma bekam die Region Sinai. Die Begnadigung, die Marduk gewährt wurde, berechtigte ihn zur Herrschaft über ein Gebiet. Verärgert verlangte Marduk Babylon, eine Stadt, in der die Hauptgottheit wurde. Marduk beschloss, die anderen Anunnaki herauszufordern und lehrte seine menschlichen Untertanen entgegen Anus Anweisung das Geheimnis der Herstellung von Waffen und Rüstung aus Eisen, wodurch er die am besten ausgerüstete Armee seiner Zeit schuf. In seinem Machthunger befahl Marduk den Bau von hängenden Gärten in Babylon, um die Pracht des antiken Gartens von Eden nachzubilden, der bei der Sintflut verwüstet worden war. Und nicht nur das, Marduk befahl auch den Bau eines großen Turms, der bis zu den Wolken des Himmels reichen sollte, um König Anu zu trotzen. Der Turm von Babel erreichte schnell eine beeindruckende Höhe, denn der Bau sollte alle anderen Bauwerke der Anunnaki auf der Erde in den Schatten stellen. Die Empörung wurde von den übrigen Anunnaki nicht ignoriert und jeder Anführer begann, menschliche Armeen aufzustellen, um Marduk entgegenzutreten. Maduks Befehlen gehorchend zogen die babylonische Armee aus, um andere Völker zu erobern und zu versklaven. Dies war der Beginn einer großen Welle von Kriegen und Konflikten zwischen den stärksten Völkern der Bronzezeit. Die Anunnaki wechselten ständig die Seiten und verbündeten sich miteinander, was zu Chaos und Zerstörung in vielen großen Städten führte. Marduks Armeen gelang es, Ägypten und dann Sinai zu beherrschen. Um die anderen Anunnaki zu konfrontieren, demütigte oder vernichtete Marduk die eroberten Menschen. Als es keinen anderen Ausweg mehr gab, schlossen sich Enki und sein Bruder Enlil zusammen. Mit der Erlaubnis von König Anu nutzten sie die Technologie der Waffen und Schiffe der Anunnaki, um Marduk zu bekämpfen. Eine extreme Entscheidung, die für die Welt viele schädliche Folgen hatte. Die durch die Waffen der Anunnaki verursachte Zerstörung führte zu zahlreichen Naturkatastrophen. Vulkane, Erdbeben und Tsunamis zerstörten ganze Zivilisationen. Ernten verschwanden aufgrund der vulkanisch verseuchten Luft. Und Hungersnöte waren allgegenwärtig. Verzweifelte Menschen verließen die Städte oder bildeten plündernde Gruppen, um fruchtbare Gebiete anzugreifen. Diese düsteren Ereignisse wurden als der Zusammenbruch der Bronzezeit beschrieben. Nachdem sie eine solche Katastrophe in der Welt angerichtet hatten, erkannten die Anunnaki, dass die Kriege niemals enden würden und den gesamten Planeten Erde zerstören könnten. Um das Debakel aufzuhalten, befahl Anu allen Anunnaki, nach Nibiru zurückzukehren und die Erde von den Menschen regieren zu lassen. Einige menschliche Führer, die von den Anunnaki abstammten, wurden auserwählt, den Rest zu regieren, bis zu dem Tag, an dem die Anunnaki auf die Erde zurückkehren werden, um die Menschen auszuwählen, die würdig sind, nach Nibiru gebracht zu werden, wo sie für immer als Unsterbliche leben werden.